Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin mal wieder unterwegs auf Lostplace-Tour. Und zwar sind wir bei einem Grundstück oder Gebäude, das sich das Haus des Winzers nennt. Und das sehen wir, ja, und dann würde ich sagen, nehmen wir euch doch mal mit. Hier fängt schon mal ganz idyllisch an, der Bachlauf. Mit dabei ist dieses Mal wieder der Jens. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Hier ist ein alter Autoreifen. Schaut euch das an, Männer, das ist ja krass. Guckt euch hier hin, noch viele alte Sachen drin. Und das hier ist ja mega. Das ist ja richtig mega. Das ist ja richtig, richtig, richtig mega. Das ist ja unfassbar. Hier seht ihr das, altes Vehikel. Da hinten geht es auch noch mal rein, aber da muss der Jens noch mal rein. Da brauchen wir Taschenlampe, weil es ziemlich dunkel ist. Alte Schaufel, da ist auch nochmal ein Raum. Hast du die Taschenlampe dabei? Ja. Schau, ob es überhaupt geht. Schau dich das mal an. Hier ist nur ein alter Raum. Dann hier ein altes Ofenrohr. Da hinten geht es weiter. Schauen wir mal da hinten rein. Wahnsinn. Ist ein alter Keller oder so. Das geht schon. Das hier unten scheint der Viehkeller gewesen zu sein oder irgend sowas, ne? Hätte ich jetzt mal behauptet. Alter, so Seuchdruck und so. Wahnsinn. Hier scheinen die alten Schweine oder so drin gewesen zu sein. Also hätte ich jetzt mal vermutet, dass hier die ganzen Schweine drin waren und so. Schon krass. Und da seht ihr mal, wie lange das schon verlassen ist. Das zeige ich euch jetzt mal anhand der, an der Tür. Guckt euch diese Spinnenweben an. Sau krass, oder? Das ist automatisch. Das ist der Boden? Ja. Ich in der Frage gefragt worden ist. Mega. Ja, und dann gehen wir mal weiter und schauen mal, ob wir dann noch weiteres finden. So, an einer weiteren Location angetroffen. Das ist ein altes Wohnhaus. Sieht aber so aus, als hätte es hier mal gebrannt oder so. Ich zeige euch das mal. Also es sieht so aus, als hätte es hier schon mal ordentlich gefackelt, als wäre die Bude hier mal komplett abgebrannt. Also hat es so einen Anschein für mich, dass die Bude mal gebrannt hat. Auf jeden Fall ein Wohnhaus bei uns in Oberfranken. Das sind noch ein paar alte Schuhe. Und das ist das Grundstück zu dem Haus. Krass. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir am zweiten Stock kommen. Was steht da oben? Wachhaus. Ja, gar nicht. 864, 865. Pulvermagazin. Okay. Also es scheint ein Pulvermagazin zu sein. Hier ist noch so ein königlicher Infanterist abgezeichnet. Ich glaube, ich bin gesucht. Oben am ersten Stock oder im ersten Stock angekommen. Seht ihr das? Alter. Ja, der Bierkasten, sogar noch Weihnachtsschmuck. Was auch krass ist, ist das hier. Noch alte Weingläser, Sektgläser, alte Einrichtungen, alte Bücher. Guckt euch das an. Gut, man muss sagen, das Haus ist jetzt nicht mehr so das Geilste. Ne? Seht ihr, bricht alles ein. Aber Hammer, Hammer. Also echt krass hier. Ich muss echt sagen, dass ich auch was, ne? Hier lauter alte Weinflaschen. Wirklich lauter alte Weinflaschen. Krass. Sau krass. Sau krass. Unfassbar geil. Hier auch nochmal. Lauter alte Weingeschichten.
Schon mega. So, da sind wir in einem weiteren Raum. Hier ist ein alter Schleifstein. Seht ihr das? Krass. Dann haben wir hier noch anscheinend seine Ölversorgung gehabt. Hätte ich jetzt mal behauptet. Hier ist ein alter Schlauch. Alte Truhe. Mega. Und hier haben wir dann noch ein paar alte Sachen. Unkrautvernichter. Jetzt kommt hier der Jens. Hi. Ja, dann schauen wir doch mal auf, hätte ich gesagt, oder? Oh, geil, Alter. Das ist ja fett. Das ist ja richtig fett. Alte Weinpressen, seht ihr das? Uralte Weinpressen. Krank. Absolut krank. Hier ist noch, haben sie den Wein transportiert. Also das ist schon eine geile Location. Alte Kreissäge. Sau krass. Richtig, richtig, richtig krass. Und wenn wir schon mal da sind, dann gehen wir nach dem Dachboden, aber wahrscheinlich nicht ganz nach. Und die Treppen machen wir jetzt nicht den besten Anschein. Aber dann zeigen wir euch noch mal ein bisschen was, was hier oben noch zu sehen gibt. Krasser Scheiß. Also ich bin ja immer wieder verwundert, warum solche Gebäude dann im Endeffekt leer stehen oder weshalb ja, das keiner mehr weitergeführt hat. Das verstehe ich alles komplett nicht. Aber guckt euch das an, hier holt sich die Natur alles wieder zurück. Das ist schon krass. Wahnsinn. Und dann solche Details, guckt euch das hier an. Das alte Schiff. Schon krass, oder? Muss sich einer sehr viel Mühe gegeben haben, weil das ist so eine Modellbaugeschichte. Krass. Hier eine alte Küchenzeile. Dann gibt es hier alte, ja, mehr oder minder deutscher Tafelwein. Silvaner. 1 Liter. Alte Korken. Meerrettich. Gemeint gehabt. Viele, viele Details sind hier zu sehen und ja, auch mitzukriegen. Hier alte Stiefel, mit denen wurde mit Sicherheit mal gearbeitet. Ja, und dann geht es hier draußen weiter. Das Einzige, was ein bisschen Angst macht, ist, da bin ich noch nicht drüber gelaufen, das ist der Bereich hier. Alte Truhe. Und zwar geht es da hinten weiter. Aber irgendwie möchte ich nicht dann überlaufen, weil wenn ihr seht, da geht es bergab. Da geht es runter. Ha, krass, wir sind jetzt im inneren Bereich. Guckt euch das mal an. Wahnsinn, oder? Kommst dir vor wie in einer Zeitkapsel. Hier oben alter Wein. Mega. Hier alter Schlafplatz, Platten. Hier seht ihr noch ein bisschen Bücher. Die Küche. Sogar noch Geschirr drin. Dann gibt es hier alte Briefe. Krass, schon richtig krass. Hier ist noch alte Gegenstände. Hier hinten, wir haben ja mehr oder minder Badewanne. Guckt euch das hier an. Noch so viele persönliche Gegenstände. Das Einzige, wo wir aufpassen müssen, ist, seht ihr das? Das geht nämlich hier schon abwärts. Ne? Sau krass. Guckt euch das hier an. Sau krass hier. Wahnsinn! Ja, ich finde es ja mega. Alte Schuhe. So, da ich mal wieder vergessen habe, das Auto zu drehen, mache ich das jetzt. Ich bin jetzt schon wieder daheim. Ja, und falls euch die Videos gefallen haben, lasst mir einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Vielen Dank.